Viertelfinale im deutschen Handballpokal. Die Spreefüchse empfangen die SV Union Halle Neustadt, die Wildcats. Ein Duell zwischen Erst- und Zweitligist. Klarer Vorteil für Berlin, also naja, nicht unbedingt. Während Halle in Liga 2 zuletzt 6-mal in Folge gewann, hatten die Spreefüchse aufgrund der Länderspielpause spielfrei. Wir sind mit so einem negativen Erlebnis in diese lange Pause gegangen. Das war nicht einfach zu verarbeiten, weil man es eben nicht gleich wieder korrigieren kann. Das hat man heute phasenweise gesehen, dass da noch nicht alles greift. Zu Beginn ist davon aber wenig zu merken. Nach einer Minute erzielt Daniel Agustin per 7 Meter das 1:0. Die Führung wächst in den nächsten Minuten recht schnell. Zunächst ist es Alexandra Sviridenko mit dem 5:2 und 4 Minuten später erhöht Anna Eber gar auf 8:3. Gästecoach Jürgen Gluwer nimmt verständlicherweise die Auszeit und hat damit zunächst auch Erfolg. Die nächsten drei Treffer gelingen den Wildcats. Die Freude hält jedoch nur kurz. Bis zur Halbzeit bauen die Berlinerinnen hier in Person von Nathalie Augsburg den Vorsprung wieder auf 5 Tore aus. Entschieden ist das Spiel damit aber noch lange nicht, denn Halle kommt deutlich wacher aus der Kabine. Dank Jacqueline Hummels 7-Meter-Tor beträgt der Rückstand auf einmal nur noch einen Treffer. Der Ausgleich gelingt jedoch auch nicht, als Füchse-Keeperin Plöger in der 41. Minute nach einer kuriosen Szene eine 2-Minuten-Strafe erhält. Die Spreefüchse können ihre Konkurrentinnen zwar nie ganz abhängen, sorgen mit Toren in den richtigen Momenten jedoch immer wieder dafür, dass dieses Mal niemand zittern muss wie beim Last-Second-Sieg im Achtelfinale. Letztlich stellt Bianca Trumpf 3 Sekunden vor Schluss den 30:26 Endstand her. Als wir immer mit einem Tor ran sind, haben wir schon immer so ein bisschen gehofft, dass wir vielleicht doch noch die Sensation schaffen. Aber ja, ich denke trotzdem, mit 4 Toren hier zu verlieren, ist gar keine Schande. Wir waren dann ein das andere Mal ein bisschen fahrlässig gewesen, aber wichtig war, dass wir am Ende das Ding gewonnen haben und ins Final Four eingezogen sind. Und das zum allerersten Mal in der Vereinsgeschichte. Dazu herzlichen Glückwunsch. Vielleicht können es die Spreefüchse ja ihren männlichen Vereinskollegen im Mai nachmachen und mit dem Titel für eine wahre Pokalüberraschung sorgen. Trainer Lars Melzer bremst jedoch erstmal die Erwartungen. Ich gucke ja sowieso nur von Spiel zu Spiel. Wir sind glücklich dabei zu sein, die Atmosphäre dann da auch aufzunehmen. Ja, und so wie es ja ausschaut, die anderen sind ja die Top-Teams dabei. Also sind wir dann ja der krasse Außenseiter bei diesem Turnier da. In dieser Rolle geht es für die Spreefüchse auch in der kommenden Woche weiter. Dann stehen zwar äußerst schwere Auswärtspartien an in Leipzig und in Leverkusen.